Hi meine Lieben und willkommen zu einem neuen Video hier bei Bookopolis. Und heute möchte ich euch meine Neuzugänge aus dem September vorstellen und wenn ihr interessiert seid, dann bleibt doch gerne. Tja, diesen Monat hat es bei mir leider wieder nicht so gut geklappt mit den 10 Büchern pro Monat. Liegt einfach daran, dass zwei Vorbestellungen bei mir angekommen sind, die ich erst zum 1. oder 2. Oktober hin erwartet habe, weil sie Ende September rauskommen und bis sie dann bei mir angekommen sind. Ich habe nicht damit gerechnet, dass sie noch am 30. September ankommen. Deswegen sind es auf jeden Fall schon über 10. Und es kamen noch 3 Rezensionsexemplare an, die ich auch so schnell nicht erwartet hatte, die ich auch mit Anfang Oktober gerechnet habe, die aber jetzt noch in den letzten Tagen im September angekommen sind. Und deswegen, ja, sind es jetzt 13 Bücher. Ich finde es nicht ganz so schlimm, wenn man sich so meine alten Neuzugänge-Videos anschaut, dann waren es immer um die 20 Bücher, 18 bis manchmal sogar 27, 28 Bücher. Und da ist 13 schon mal ganz gut. Ich gehe jetzt halt einfach davon aus, dass deswegen im Oktober nicht ganz so viel bei mir einziehen wird. Aber jetzt, wo ich mein Neuerscheinungsvideo rausgebracht habe und deswegen ein bisschen recherchiert habe, es erscheinen so viele tolle Titel im Oktober. Mal schauen. Aber ich werde mich wirklich bemühen, diesmal im Oktober wirklich bei 10 Büchern zu bleiben. Es geht mir ja nicht darum, wirklich einfach nur 10 Bücher zu kaufen. Ansonsten gibt es irgendeine Bestrafung oder so. Es geht darum, dass ich generell etwas bewusster einkaufe, die Bücher, und nicht, oh, die sind gerade im Angebot, die sind gerade als Mängelexemplar und rein damit. Ich möchte halt dieses verhindern. Ich möchte mir gut überlegen, welches Buch lege ich mir sofort zu und welche Bücher können vielleicht noch warten. Weil ich halt aber auch einfach festgestellt habe, welch Wunder, dass ich es nicht schaffe, 27 Bücher in einem Monat zu lesen und dementsprechend viele Bücher dann längere Zeit auf meinem Sub liegen bleiben, weil ich dann immer die neueren Bücher lesen möchte. Und da liegen so viele Bücher, die ich unbedingt gerne lesen würde, aber einfach nicht dazu komme, weil ich schon wieder neue Bücher gekauft habe. Und einfach dem ein bisschen wenigstens entgegenzuwirken, möchte ich mich so an die 10 Bücher im Monat halten. Sollte das bei mir besser klappen, werde ich es auf 8 Bücher reduzieren und immer 2 Bücher weniger, bis ich irgendwann in so eine Situation komme, wo ich zufrieden bin, weil mein Sub wächst und wächst und ich habe leider nicht so viel Platz. Ich habe auch keinen Platz, um noch mehr Regale aufzustellen in meiner Wohnung. Deswegen, aber jetzt habe ich lange um Sachen gesprochen, die hier eigentlich gar nicht zum Video gehören. Wir beginnen mit dem ersten Buch, das im September bei mir eingezogen ist. Also mit das erste Buch meine ich das erste, was ich euch vorstellen möchte. Das ist jetzt nicht das erste Buch, was im September eingezogen ist. Das weiß ich bei aller Liebe nicht mehr. Und zwar ist bei mir eingezogen von Lily S. Morgan, City of Burning Wings, die Aschekriegerin. Und dieses Buch ist mit Buch, also farbigem Buchschnitt erschienen. Und ja, ich habe mir die Prämisse durchgelesen. Ich fand es sehr interessant. Und hier geht es um eine junge Kriegerin namens May. Und sie hat sich schon lange darauf, also praktisch ihr ganzes Leben darauf vorbereitet, die Nachfolgerin des Königs zu werden auf dem Aschethron. Doch dann bekommt jemand anderes dieses Mal, was einen als König auszeichnet. Dieses Zeichen taucht bei Luan auf. Und Luan und May hat somit die Aufgabe, Luan in seinem Beruf, also beziehungsweise in seiner Position als König anzuleiten, weil er ja damit eben nicht aufgewachsen ist und nicht darauf vorbereitet wurde. Sie macht das Ganze nur widerwillig, weil eigentlich hat ja sie damit gerechnet, Königin zu werden. Bis zu dem Moment, wo sie feststellt, dass von ihrem Erfolg nicht nur ihr eigenes Leben und das Leben von Luan abhängt, sondern das Schicksal und die Zukunft von ganz Elidor. Und ich finde, das klingt super interessant. Mir hat ja The Run schon von Carlsen sehr gut gefallen. Das war ein Carlsen Impress Titel und das ist, glaube ich, auch hier ein Carlsen Impress Titel. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Okay, es steht nichts drin, aber ich vermute mal. Und ich finde das Cover wunderschön und es passt sehr gut jetzt zu der Herbstzeit. Und ich bin schon sehr gespannt auf dieses Buch. Das schaffe ich wahrscheinlich im Oktober nicht, weil ich mir da schon so eine Liste im Kopf zurechtgelegt habe und die schon sehr ambitioniert ist. Und deswegen wird das wahrscheinlich
frühestens im November dann gelesen. Dann ist bei mir über Tauschticket ein Buch eingezogen, das ich bereits gelesen habe, und zwar als E-Book. Und da ich ein paar Bücher über Tauschticket vertauscht habe, hatte ich dementsprechend Tickets und habe gedacht, ja, schaust dich mal um. Das ist jetzt das erste Buch, was ich über Tauschticket, beziehungsweise das erste Buch, das über Tauschticket bei mir eingezogen ist. Und zwar rede ich von Colleen Hoover und Zurück ins Leben geliebt. Und das war einer meiner liebsten von allen ihren Büchern, die ich bisher gelesen habe. Ich habe diese Geschichte so sehr geliebt und ich habe mich gefreut, dass es dort in einem relativ guten Zustand da war. Es hat halt eine Leserille, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber ja, das war's. Ansonsten ist das Buch in einem super Zustand, ist auch nicht vergilbt oder so. Es wird halt wahrscheinlich einmal gelesen. Und dementsprechend war ich sehr froh, dass dieses Buch endlich bei mir einziehen durfte. Denn ich habe 2019, wo ich angefangen habe zu lesen, so die letzten Monate in dem Jahr, November, Dezember, habe ich einige Bücher gelesen, die habe ich alle als E-Book gelesen. Und die Bücher, die ich sehr gut fand, möchte ich mir jetzt nach und nach zulegen. Aber ich glaube, jetzt bin ich auch fast durch. Ich glaube, mir fehlen noch zwei Bücher von Colleen Hoover. Und dann habe ich auch die Bücher, die ich gelesen habe und gut fand, mittlerweile alle da. Genau, auf jeden Fall. In diesem Buch geht es um Miles und Tate. Soweit ich mich erinnern kann, ging es darum, dass Tate in San Francisco studieren möchte und deswegen zu ihrem Bruder zieht. Und am selben Abend trifft sie auf Miles, der total besoffen vor der Tür ihres Bruders steht, und sie erschreckt sich total, weil sie überhaupt nicht einschätzen kann, was dieser Mann will. Sie weiß nicht, dass Miles der Nachbar und guter Freund von ihrem Bruder ist. Und ja, so treffen die beiden aufeinander und lernen sich kennen. Und ja, da entstehen dann so die ersten Gefühle. Und ja, ich fand das super, super toll, vor allem, weil Miles eine ziemlich dramatische und emotionale Vergangenheit hat und dementsprechend auch ein Geheimnis, was er vor Tate ja, geheim hält. Und ich fand das so, so toll, das weiß ich noch. Mir hat es, also es ist wirklich, wenn ich jetzt so überlege, von allen Büchern, die ich von Colleen Hoover gelesen habe, ist das wirklich eins meiner Liebsten. Dann ist bei mir ein Rezensionsexemplar eingezogen von der HarperCollins Verlagsgruppe, vielen Dank dafür. Und zwar direkt von HarperCollins ist dann erschienen Libellentage und auch bei mir eingezogen von Laura Wood. Ich wollte Edward sagen, nee, von Laura Wood. Und das ist so ein historisch angehauchter Roman, so ein bisschen, ja, also ich glaube, ich zähle es mal in diese so vielleicht ein bisschen Familiengeschichte, so genau weiß ich das gar nicht. Und zwar spielt das Buch 1930 und es geht um Bea. Und Bea liebt Insekten und um einer arrangierten Ehe zu entfliehen, besucht sie ihren Onkel in der Toskana für einen Sommer. Dort begegnet sie vielen Künstlern und erfährt Freiheitsliebe und trifft auch auf einen jungen Maler namens Ben. Und Ben bringt ihr bei, was Romantik ist. Der Sommer währt nicht lange und trotzdem verändert er Beas Leben komplett. Und ich finde, das klingt super gut. Außerdem ist es ein sehr dünnes Buch. Ich habe halt gedacht, da ich momentan öfter mal Lust habe auf Bücher thematisch in diese Richtung, ja, hat um die 318 Seiten. Und da ich jetzt momentan viel Fantasy lese, weil es einfach die Jahreszeit dafür ist und ich automatisch im Herbst und Winter mehr Fantasy lese, ist das vielleicht was ganz Tolles für zwischendurch, vor allem da es halt so kurz ist. Und da bin ich wirklich schon sehr gespannt und werde es, da es ein Rezensionsexemplar ist, auch höchstwahrscheinlich im Oktober schon lesen. Ein weiteres Rezensionsexemplar aus der HarperCollins Verlagsgruppe, das bei mir eingetroffen ist, ist aus dem Dragonfly Verlag und ist Das Glück in 1000 Worten von Maria E. Andrew. Ich kann jetzt auch nicht 100% sagen, ob das Buch schon erschienen ist oder doch erste Auflage Oktober 21. Also entweder erscheint das jetzt noch oder ist jetzt schon bereits erschienen. Also, und das ist ein Jugendbuch, also wirklich ein Jugendbuch für jüngere Leute. Und zwar geht es hier um Anna und sie ist 16 Jahre alt. Und sie kommt aus Argentinien und ihr Vater holt sie und ihre Mutter zu sich nach New Jersey. Das Problem ist, eigentlich sollte sie sich darüber freuen, dass sie jetzt in New Jersey ist, aber ihr macht halt die Sprachbarriere wirklich zu schaffen, besonders in der Schule.
Dann lernt sie den griechischen Jungen Neo kennen und da stellt sie fest, dass Liebe entstehen kann, auch trotz, also dass Liebe einfach keine Sprachbarriere kennt. Und sie fangen an, irgendwie miteinander zu kommunizieren. Und ich finde, das klingt super, super süß und super schön. Dieses Buch hat um die 270 Seiten, also es ist wirklich ein kurzes Buch. Und ich fand, es klang super interessant. Ich mag auch das Cover sehr. Das hat mich vor allem angesprochen. Ich bin ein typischer Coverkäufer. Und ja, dementsprechend habe ich gedacht, bei dem viel Fantasy ist es auch mal etwas wirklich Leichtes für zwischendurch zu haben. Und auf die Geschichte freue ich mich schon wirklich sehr. So, dann kommen wir zu dem ersten Buch, das eingezogen ist, was am 29. Oktober erschienen ist. Und ich erwartet habe, dass es erst im Oktober bei mir zu Hause wirklich auch ankommen wird. Und zwar geht es um den Lux-Titel Sweet Enemy von Kristen Callahan. Ich finde, das Buch ist ja richtig dick. Also auch der andere Titel, der bei mir eingezogen ist, die sind irgendwie richtig dick. Seit wann's New Adult-Titel? Ja, fast 500 Seiten. Wir haben 494, habe ich gerade gesehen. Also um die 500 Seiten hat das Buch. Aber ich mochte Dear Enemy und freue mich jetzt auch auf Sweet Enemy. Und hier geht es um Emma und Emma erlebt ihr den schlimmsten Tag ihres Lebens. Erstens verliert sie ihre Rolle in der Serie, in der sie spielt. Und zweitens bekommt sie raus, dass ihr Freund sie betrügt. Und da sie jetzt einen Neuanfang starten möchte, zieht sie sich nach Kalifornien auf ein Anwesen zurück und dort trifft sie auf Lucian. Und Lucian will gar nichts mit ihr zu tun haben, geht total auf Abstand. Doch Emma merkt, dass sie da irgendwie was für ihn empfindet. Und Emma fühlt sich von ihm angezogen und merkt, dass auch er irgendwas hat, was ihn verletzt hat und was ihn bedrückt. Und die Frage ist halt, schafft Emma es, Luciens Schutzmauern einzubrechen? Das klingt wieder nach einem typischen New Adult Romance-Titel, aber da mir der Schreibstil von Kristen Callahan gut gefallen hat, wollte ich auch unbedingt Sweet Enemy lesen. Und ich finde, das Cover sieht auch wieder sehr schön aus. Das macht der Lux-Titel ja wirklich gut. Und ja, da freue ich mich schon sehr auf diese Geschichte. Der zweite Lux-Titel, der bei mir eingezogen ist, ist von Anne Petzold, Right Here, Stay With Me. Und nachdem ich ihre Next Love-Reihe so geliebt habe, war sicher, dass ihr neues Werk auch direkt bei mir einziehen wird. Und auch dieses Buch ist relativ dick. Und ich schätze mal, ja, 494, also irgendwie, ja, auf jeden Fall auch um die 500 Seiten dick, aber ich freue mich darüber, denn ich mochte ihre Schreibstil und ihre Geschichte und bei mir war auch ein, ja, so ein, wie nennt man das? So eine Karte halt mit den Charakteren mit drauf und ich finde das so, so süß. Und mich hat das Buch auch vor allem angesprochen, weil es hier um Eiskunstlauf geht. Und zwar geht es um Lucy und Lucy liebt nichts mehr als das Eiskunstlaufen. Und leider hat sie bis jetzt noch nicht so viel Erfolg damit. Und deswegen setzen ihre Eltern ihr ein Ultimatum. Sollte sie es nicht schaffen, beim nächsten Wettkampf zu gewinnen, muss sie wieder das Marketingstudium annehmen, was sie total unglücklich gemacht hat. Lucy bleibt nur noch einen Monat, um ihre Kür zu perfektionieren. Und deswegen möchte sie sich auch von nichts ablenken lassen. Doch dann lernt sie Jules kennen. Und eigentlich hat sie gar keine Zeit jetzt für eine Liebesgeschichte, besonders nicht mit einem jungen Mann, bei dem sie merkt, dass er ja auch mit seinen Dämonen zu kämpfen hat. Und das könnte sie natürlich ablenken. Und das klingt super interessant. Und da ich schon den Schreibstil mochte, bin ich auch sehr neugierig auf dieses Buch. Und ich hoffe, dass ich das auch im Oktober jetzt lesen kann. Ich werde gucken, ob ich es irgendwo dazwischen schieben kann. Aber ja, werde ich dann sehen. Ich finde das Cover sehr schön und ja, ich habe schon so langsam so ein Wintergefühl bei dem Cover. Ich freue mich schon sehr auf die Geschichte und ja, wir werden sehen, wann ich dazu komme. Dann habe ich zwei Bücher von meinem Mann geschenkt bekommen. Das waren auch Bücher, die ich in diesem Monat gar nicht erwartet hatte. Ich habe gedacht, okay, ich komme mit 8 Büchern raus, das ist perfekt. Und dann kamen die ganzen Bücher am Ende des Monats. Und zwar hat mein Mann mir ganz spontan, wir haben über George Orwell gesprochen und dass ich sehr interessiert an seinen Werken bin. Und dann habe ich beiläufig erwähnt, dass sie relativ günstig sind gerade. Und da hat er doch gesagt, hey, dann komm, ich bezahle sie dir, bestell sie doch. Und da konnte ich natürlich nicht Nein sagen. Und zwar ist bei mir eingezogen aus dem Anaconda Verlag von George Orwell Farm der Tiere. Und für 4,95 €, wie ihr hier sehen könnt,
kann man nichts sagen, gell? Und das ist auch ein sehr dünnes Buch, das möchte ich auch jetzt ganz bald dann lesen, damit das auch nicht umsonst gekauft ist und ewig auf meinem Sub liegt. Und vor allem, es interessiert mich, denn er schreibt Geschichten, die bis heute noch sehr aktuell sind. Und hier geht es darum, dass Tiere auf einem Gutshof einen Aufstand machen, da man sie praktisch all ihre Früchte der Arbeit beraubt und sie einsperrt. Und hier ist es ganz toll geschrieben: Doch bald zeigt sich, gleich heißt nicht gleich und Freiheit ist ein kurzer Traum. Und hier geht es dann halt praktisch um diesen Aufstand der Tiere. Und ja, da bin ich schon sehr gespannt. Sehr interessant. Aufmerksam bin ich auf George Orwell gekommen durch Sarah Bow Books, glaube ich, heißt sie. Ich verlinke euch ihren Kanal in der Infobox. Und zwar durch einen Dystopie-Klassiker. 1984, das gab es für 6,95 und das ist auch ein unschlagbarer Preis im Anaconda Verlag und ich mag auch das Cover hier. Dieses Buch spielt London 1984. Und hier geht es praktisch einfach um eine, ja, typische Dystopie. Und es geht um Winston Smith, der sich in eine Frau verliebt und er ist Geschichtsfälscher im Staatsdienst. Und er verliebt sich in die schöne und geheimnisvolle Julia. Und beide fangen irgendwann an, diese totalitäre Welt in Frage zu stellen. Und leider ist es halt so, dass hier bereits schon der Gedanke ein Verbrechen ist. Hier geht es viel um Cyberüberwachung, Geschichtsrevisionismus und Gedankenpolizei im Alltag. Ich glaube, dass dieses Buch gerade in der heutigen Zeit so viel Wahrheit beinhaltet und deswegen möchte ich dieses Buch einfach lesen. Dann ist bei mir ein Rezensionsexemplar aus der Random House, Penguin Random House Verlagsgruppe eingezogen und zwar rede ich von Maren Vivians Buch Dance into My World vom Blavolet Verlag. Das Cover ist ja super, super schön und ich habe mich gefreut, dass ich das als Rezensionsexemplar zugeschickt bekommen habe. Ich habe auch mittlerweile schon 50 Seiten reingelesen, da ich momentan ein sehr dickes Fantasy-Buch lese, High Fantasy. Und dann brauche ich halt zwischendurch einfach auch mal ein bisschen was mit Liebe, was so leichter ist. Und da habe ich dieses Buch begonnen. Bis jetzt gefällt mir der Schreibstil sehr gut. Er ist halt sehr leicht und man kommt schnell durch die Seiten. Und ja, ich bin jetzt so bei Seite 50 und ich merke, wie die Geschichte so langsam Fahrt aufnimmt und jetzt komme ich auch schon langsam in die Geschichte rein und es macht mir super viel Spaß. Und hier geht es um Jade und Jade hat, nachdem sie ein ganz schlimmes Jahr hinter sich hat, zieht sie nach New York und will dort einen Neuanfang beginnen. Und sie designt gerne Klamotten und ist deswegen in New York, um sich dort an einer Universität zu bewerben, die sehr bekannt ist für Modedesign und deswegen zieht sie schon mal dahin und bereitet ihre Mappe vor, die sie dann vorzeigen möchte. Dabei trifft sie bei ihrem Teilzeitjob in einem Café auf Olivia und Olivia ist Tänzerin. Und durch ihre Vergangenheit ist Jade sehr zurückhaltend und möchte nicht unbedingt neue Beziehungen knüpfen. Sie hält sich eher zurück und möchte sich wirklich nur auf ihre Mappe konzentrieren, damit sie wirklich auch für das Studium angenommen wird. Doch Olivia lässt gar nicht locker. Sie ist mir sofort sympathisch und ja, möchte unbedingt, dass Jade mal zu ihr in die Tanzschule kommt, beziehungsweise in die Tanzschule, wo Olivia unterrichtet. Und weiter bin ich noch nicht. Und ich glaube halt, dass das wirklich sehr interessant werden kann. Ich erwarte hier so ein bisschen so ein Step-Up-Feeling. Mal schauen, ob Maren das gut umgesetzt hat. Das ist ja eine Booktuberin. Vielleicht kennen einige sie von euch. Wenn nicht, ich verlinke euch ihren Kanal in der Infobox. Und dann könnt ihr euch ja immer die Videos von ihr anschauen. Sie spricht auch sehr viel über Serien und ja, ich liebe ihren Kanal und schaue ihn auch regelmäßig. Auf jeden Fall bin ich sehr begeistert von der Aufmachung des Buches und freue mich schon sehr, in die Geschichte dann tiefer einzutauchen. Dann habe ich mir ein Buch zugelegt, was gar nicht geplant war. Also ich wollte dieses Buch sowieso irgendwann mir zulegen und unbedingt lesen, aber ich habe gedacht, irgendwann später. Und dann habe ich mit Clara von Karisama telefoniert, wir haben über einen Buddy-Read gesprochen, den wir zusammen gelesen hatten. Und dann hat sie mir von Crave erzählt. Und dann musste ich mir das Buch bestellen. Wir haben uns ein bisschen halt auch über andere Bücher unterhalten, was wir sonst so gerade lesen oder zuletzt gelesen haben. Und sie fand Crave richtig gut. Also, sie fand es ganz gut. Und ich bin jetzt total angefixt von ihr gewesen und habe dann direkt beim Telefonat noch das Buch bestellt. Und hier geht es um Grace. Und Grace verschlägt es nach dem Tod ihrer Eltern
ausgerechnet in die Wildnis Alaskas. Und dort lebt ihr Onkel, der ein mysteriöses Internat leitet. Die Schüler sind auch alle sehr merkwürdig, allen voran Jackson Vega. Und Grace fühlt sich auf unerklärliche Weise zu ihm hingezogen. Und Jackson hat ein gefährliches Geheimnis und Grace muss sich fragen, ist sie zufällig in Alaska oder wurde sie hergebracht? Ich finde, es klingt super interessant und ich mag dieses Cover, dass das so richtig glänzend ist und dass es schwarz ist mit dieser weißen Blume hier und dem Blut. Ich bin super gespannt auf die Geschichte. Ich möchte dieses Buch auf jeden Fall im Oktober lesen und hoffe, dass ich ganz bald dazu greifen kann. Ja, BookTube und Bookstagram und besonders Clara haben mich mega neugierig gemacht. Weiter geht es mit einer kleinen Avell-Bestellung, die ich diesen Monat getätigt habe. Und zwar gab es zwei Bücher, eine Reihe, die ich schon die ganze Zeit mir zulegen wollte. Und als ich gesehen habe, dass die verfügbar sind, habe ich direkt bestellt. Und zwar rede ich von Die Arena von Hayley Baker. Das ist der zweite Band, Letzte Entscheidung und der erste Band, Grausames Spiel. Ich lege das mal hier hin. Ich halte euch jetzt einfach nur den ersten Band hoch. Und das Cover sieht wundervoll aus, genauso beim zweiten Band. Und dieses Buch soll ja wirklich auch richtig grausam sein. Und zwischendrin liebe ich ja sowas. Und ich war schon die ganze Zeit, ich habe so viel Gutes darüber gehört. Und besonders die liebe Booktuberin von Dragon Stories hat mich total angefixt mit dieser Geschichte, weil sie die so gut fand. Und deswegen musste die Reihe unbedingt bei mir einziehen. Und als ich dann gesehen habe, dass es bei Avell verfügbar ist, war klar, die Bücher werden bei mir einziehen. Hier geht es um die Pures und die Drags. Und die Pures sind die reichen, edlen Leute, denen es an nichts fehlt und die sich gerne über die Drags amüsieren. Und die Drags müssen sich in so einem sogenannten Zirkus, würde ich jetzt mal behaupten, waghalsige Hochseilakte und richtig gefährliche Sachen vorführen zur Unterhaltung der Pures. Und so treffen Hoshiko und Ben aufeinander. Hoshiko ist die Hauptattraktion in der Arena und Ben ein Pure aus der VIP-Lounge. Und diese Begegnung ist eine schicksalhafte Begegnung für sie beide. Und ich finde, das klingt super interessant und deswegen muss das einziehen. Und ich hoffe, dass ich ganz bald dazu greifen kann. Hier wie immer typischer Mängel-Exemplarstempel und ein paar kleine Einstanzungen. Und hier wurde halt wahrscheinlich das Buch einmal irgendwo so gegengehauen. Aber das macht nichts. Ich bin sehr zufrieden und der zweite Band sieht genauso aus. Kommen wir jetzt zum letzten Buch, das im September bei mir eingezogen ist. Und zwar rede ich von Nights von Lena Kiefer. Ein gefährliches Vermächtnis. Und das hatte ich mir vorbestellt. Und hier geht es um die 18-jährige Charlotte. Sie hat eine Gabe, die sie aber geheim halten muss. Plötzlich ist jemand auf der Jagd nach ihr und sie muss verschwinden. Und bei ihrer Flucht trifft sie ausgerechnet auf die Organisation, von der sie sich so lange versteckt hat. Und zwar die Ritter der Tafelrunde, Knights of the Round Table. Und diese Ritter der Tafelrunde verfügen selbst über besondere Gaben. Und deswegen ist Charlotte auch sehr misstrauisch. Ihr bleibt trotzdem keine Wahl und sie muss sich mit den Knights verbünden. Allen voran Noel. Er ist ein Lancelot-Erbe und erweckt unerwartete Gefühle in ihr. Außerdem verbindet sie ein gefährliches Schicksal. Und ich bin sehr gespannt auf diese Geschichte und die werde ich auch jetzt am Dienstag beginnen. Heute ist Sonntag, der 3. Oktober. Ich werde es am Dienstag mit der lieben Leo aus Dunkelbunte Träume gemeinsam lesen im Buddy Read und ich freue mich schon richtig drauf. Lena, das wird mein erstes Buch von Lena Kiefer und ja, ich bin schon sehr gespannt. Ja, wie gut ich das Buch finden werde und ich hoffe, dass der Cliffhanger am Ende nicht ganz so stark ist. Ich habe ja gehört, Lena Kiefer liebt es, Cliffhanger zu schreiben. Ja, ich freue mich auf dieses Buch und freue mich darauf, es mit Leo gemeinsam zu lesen. Und genaueres werde ich euch dann in meinem Lesemonat Oktober berichten. So, das waren die ganzen Bücher, die bei mir jetzt eingezogen sind im September. Ich freue mich über jedes einzelne Buch. Ich habe auf jedes einzelne Buch große Lust. Also es ist wirklich kein Buch eingezogen, wo ich jetzt schon sage, ja, irgendwann. Ich würde am liebsten jedes einzelne von diesen Büchern direkt lesen. Eins ist ja schon vom Sub befreit,
aber der Rest muss noch gelesen werden. Und ich hoffe, dass ich ganz bald zu den Büchern greifen kann. Ich danke euch fürs Zuschauen und freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir doch einen Daumen nach oben und beantwortet mir doch bitte folgende Frage. Wie viele Bücher sind denn bei euch im Oktober eingezogen? Und habt ihr irgendwie eine Grenze, was ihr sagt, so viele Bücher dürfen bei mir einziehen, oder ist euch das völlig egal und ihr kauft einfach, worauf ihr Lust habt? Ansonsten sehen wir uns dann bei meinem nächsten Video hoffentlich ganz bald und bis dahin wünsche ich euch noch eine angenehme Zeit. Tschüss!